Yo, meine lieben Freunde, es ist mal wieder Vlog-Zeit, sprich der Monatsrückblick. Und ich hoffe, ich habe nicht irgendwas doppelt drin. Ich weiß es nicht, ich tue das immer nur so. Pi mal Daumen, ja, das habe ich so gekauft, glaube ich. Und wenn es nicht stimmt, dann ist das halt so. Ich habe aber was vergessen, sehe ich gerade. So, hier haben wir es nicht. Moment, das ging ja gar nicht. Ich bin doof. So, also, ich glaube, ich fange mit meinen Filmen an, weil das ist das meiste. Und das sind nämlich so ein paar. Ja. Und ein paar Spiele. Die mache ich aber danach. Spiele waren, glaube ich, nur zwei. Aber ich glaube, ich habe das letztes Mal schon gesagt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Deshalb fange ich jetzt, glaube ich, mal an. Ich glaube, ich hatte es aber letztes Mal schon. Aber ist egal. Wenn es doppelt ist, dann verzeiht es mir. Das wäre einmal Jumanji. Habe ich mir gekauft. Für, ich glaube, einen Zehner oder so. So ungefähr. Moment, ich muss das mal hier hinlegen. So. Ja, Jumanji, also der neuere Jumanji mit The Rock. Nicht der alte, sondern der neuere Jumanji von. Und wann ist der? Von 2017, ja. Gerade mal ein Jahr alt. So. Dann habe ich mir gekauft. Alice? In so einem Pappschuber. Ich kann zaubern. nein. Alice im Wunderland von 2012. Ja, ist schon ein bisschen älter. Mit Catherine Scotham, Katie Bass, Andrew Lee Potts und Jim Carrey. Oh, kennt kein Schwein, ne? Das ist interessant. Also ist, glaube ich, nicht der mit Brad Pitt. Dann mit Brad Pitt, ich glaube schon. Ja, das ist der. Habe ich bezahlt, glaube ich, 3 Euro oder so. Ja. Ne, den noch nicht. Auch noch nicht. Auch noch nicht. Ah, Klassiker, auf jeden Fall. Flodders Trilogy, habe ich, glaube ich, 15 Euro bezahlt oder so. Hier gibt es auch ein Wendecover, sehe ich gerade. Ah, mach ich später. Das ist der Vorteil bei Filmen. Bei Filmen hat man immer noch einen Wendecover, bei Spielen eher weniger. Ja, hier sind alle drei Flodder-Filme drin. Sprich, Flodder, eine Familie zum Knutschen. Flodder, eine Familie zum Knutschen in Manhattan. Und Flodder, Forever, eine Familie zum Knutschen. Ja, alle drei Teile. Filme. Es gab auch mal eine Serie. Die habe ich leider nicht auf Blu-ray oder DVD. Die habe ich nur auf der Platte. Und damals runtergeladen. Ja. Der ganze Wahnsinn erstmals auf Blu-ray dasteht. Ja, was steht denn da noch? Inklusive 20 Minuten längere Extended Version des zweiten Teils. Also von Flawless in Manhattan. Ja. Ja. Wie gesagt, auch mit Wendecover über 15 Euro oder 10 Euro. Ich weiß nicht genau. So, dann Kriegerin, da habe ich das Wendecover schon umgedreht, ist normalerweise ein USK, Flatschen drauf mit 12. Kriegerin ist von mir eigentlich ein Geheimtipp, habe ich damals mal auf Amazon gesehen. Und jetzt habe ich den halt für 3 Euro von der Facebook-Filmseite gekriegt und dachte so, ja. Weil er hat auch ein paar Preise gekriegt. Zum Beispiel bestes Drehbuch, beste weibliche Hauptrolle und bester Spielfilm in Bronze. Und Prädikat besonders wertvoll bekommen von der deutschen Film- und Medienbewertung. Steht hier. Ja. Nochmal, ihr seht das nochmal, dass ihr denkt, ich lüge euch an.
Und geht 106 Minuten, also ein bisschen länger. 8 Stunden. Ja, ein bisschen länger als 40. Als 46. Das ist auch lustig. Hier steht Blu-ray Disc Movie. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber da steht Blu-ray Disc Movie. Produktion 2011 aus Deutschland. Ist eine deutsche Produktion, soweit ich mich entsinnen kann. Ist aber ein sehr cooler Film. So, was hatten wir noch gekriegt? Gewinner, Förderpreis deutscher Film. Gewinnerin, Förderpreis deutscher Film. Nochmal. Also einmal Gewinner und Gewinnerin. Zwei verschiedene. Also einmal fürs Drehbuch und einmal für weibliche Schauspielerin. Habe ich ja eben schon gesagt. Dann nochmal Gewinner. Ne, nochmal Gewinner. First Steps Award. Abendfilm durch Spielfilm. Und Gewinnerin, beste Hauptdarstellerin Alina Levchin, 35. Sao Paulo International Film Festival. Okay. Nee, ist wirklich zu empfehlen. Ja, ist eher so ein Geheimtipp von mir. So, dann, um meine Serie natürlich zu vervollständigen, ja, Resident Evil The Last Chapter. Ich habe die ja alle. Ja, ich habe ja alle Filme von den Resident Evil Filmen sowie auch von den Anime-Film sagen, diese animierten Filme gibt es ja auch zwei Stück oder drei, glaube ich, mittlerweile sogar. Keine Ahnung. Jedenfalls den auch. Cover auch schon umgedreht, ja, dass der USK-Platz nicht drauf ist. Und ich muss aber sagen, der letzte, er war okay, aber er war jetzt nicht so schön, für mich persönlich, wie der dritte und ich glaube der vierte war es. Der dritte war, wo sie in der Wüste waren, wo sie in Las Vegas waren. Und der vierte war der, meine ich mich zu entsinnen, wo sie im Knast war. Glaube ich. Das waren für mich persönlich die besten. Ne? Der fünfte war ja nicht so toll. Das ist glaube ich der sechste. Müsste ich jetzt nachziehen. Ja. So, und dann? Also für Resident Evil, was habe ich bezahlt? 5 Euro? Ich glaube 5 Euro oder so. So. So, dann musste ich haben. Muss ich. Wenn ich mal noch 2 und 3 und habe. Ich glaube, 2 gibt es glaube ich nicht auf Blu-ray, nur den dritten noch. Jetzt fragt sich jeder. Ich sag nur mal, die kindliche Kaiserin. Atreyu, Atax. Na, der eine oder andere wird wahrscheinlich drauf kommen. Und zwar ist es die unendliche Geschichte. Ja. Digital Remastered. In High Definition. Und ich habe schon wieder Benachrichtigung. Ja, in 16:9, beziehungsweise in 2,35:1 in 16:9. Aus 1984 ist das, wohlgemerkt. Geht 101 Minuten, also 1 Stunde 40, Stunde 41. Deutsch, Englisch, DTS, bla bla, Untertitel gibt's auch und so weiter und so fort. Und hier, um euch das mal ein bisschen zu zeigen, da, ach ja. Ist das schön. Und da die Eulvögel, ja. Aber hier sind sie. Ah, ja, mit Fukua und Bastian Balthasar. Box ist natürlich die Hauptrolle. Das hier ist jetzt. Ah, wie hieß er denn? Ich hab den Namen von dem Typen vergessen. Der eigentlich ja auch mitunter eine Hauptrolle spielt. Atreyu. Nee. Doch. Natürlich, Atreyu. Atax ist das Pferd, Atreyu ist der Reiter. Also, genau. So, das Pferd zeigen sie leider nicht. So, und da sind die Steinbeißer oder der Steinbeißer, da war es nur einer. Da die Rennschnecke. Ja, und der alte Sack. Ja, es ist wirklich ein cooler Film. Es ist eigentlich ein Kultfilm. Ja, kann man so sagen. Definitiv, ja. Eins der besten Buchverfilmungen. Ja. Das Buch, wer es nicht kennt, von Michael Ende, Die unendliche Geschichte.
Wer Buchfan ist, soll sich das auf jeden Fall holen. Der kleine Bastian. Ja, da steht nicht Bastian Balthasar Buchs, aber der heißt Bastian Balthasar Buchs. BBB. Wird regelmäßig von seinen Klassenkameraden schikaniert, blablabla. Ja, dann liest er halt dieses Buch und dann taucht er in dieses Buch ein. Und sozusagen, was er liest, passiert bei ihm sozusagen auch wirklich, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Man muss den Film echt sehen, das ist ein Klassiker. Das ist ein richtig gut gemachter Film, das muss man echt mal sagen. Also, unendliche Geschichte muss man mal irgendwie gesehen haben. Definitiv. So, dann, ich weiß nicht, ob ich es letzten Mal schon gesagt habe. Ich habe mir natürlich Red Dead Redemption 2 auch geholt. Aber ich weiß nicht, ob das letzten Monat war. Aber ich wollte meinen, das war Anfang November, wollte ich meinen. Habe ich das erst gekriegt. Und jetzt ist ja auch Red Dead Online schon da. Und das Lustige ist, ich habe Red Dead Online gespielt. Und dann habe ich die erste Mission angefangen. Und das ist ja die erste Mission, da muss man ja Pferde klauen. Ne? Und ich war natürlich mit irgendwelchen drei anderen Vögeln da drin, ja. Und das Lustige war, die sind da einfach drauf losmarschiert. So, oh, ich renn da jetzt rein und hau alles um. Ja, das hat nicht funktioniert. Definitiv nicht. Das ging gar nicht. Ja. So, dann. Weil ja keine Absprache da war oder die nicht in Deckung gegangen sind. Ja, ich bin der Einzige, der in Deckung gegangen ist. Ja, und ich hatte das ganze Feuer auf mich. Ja, ich Arschkarte. So, dann musste ich mir auch irgendwie ein Pferd besorgen. Da klauen aus dem Schuppen. Ja, dann bin ich halt da hingerannt, hab mir das schnell gekrallt. Und ich hab Post. Dann wurde ich aber abgeknallt. Ja, und dann lag ich da so auf dem Boden. Dann hatte ich jetzt die Möglichkeit. Sterben oder rettet mich einer? Da denkst du, hab ich alle gerettet? Nein, die sind alle vorgerannt. So, oh, ich hab jetzt mein Pferd, ich hau ab. Ich denk mir so, ey, das gibt's doch nicht, Alter. Das kann doch nicht sein, dass die alle so gierig sind. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist, nee, nicht mehr normal. Ja, und seitdem habe ich nicht mehr gespielt. Ich hab irgendwie Red Dead Online, ich glaub, eine Stunde gespielt oder so. Und länger auch nicht. War mir dann irgendwann, weiß ich nicht. Naja. Ist ja noch in der Beta und von daher erstmal abwarten. So, und dann erst vor ein paar Tagen geholt. Eigentlich habe ich das schon mal gehabt. Da hatte ich aber eine andere PS4 und da hatte ich auch ganz andere Verhältnisse. Naja, das ist eine andere Geschichte. Muss jetzt nicht unbedingt hier rein. Wenn das wissen will, dann muss halt bei mir auf den Discord kommen. Und kann da ein bisschen mehr über mich erfahren, sag ich mal. Jedenfalls habe ich mir Horizon Zero Dawn endlich geholt. Und ich muss sagen, es ist total scheiße. Das ist echt. Das ist doch irgendwie total langweilig. Jetzt mal ohne Mist. Weißt du? Irgendwie ist da so eine blöde Tussi. Die irgendwie, weiß ich nicht, aus Jux und Dollerei irgendwelche, sorry für das Kistergeräusch, die da irgendwelche Roboter-Dinos da jagt. Weiß ich nicht, was soll das? Nein, Quatsch, das Spiel ist geil, Mann! Ja, nee, ist echt cool. Also, mir hat es ja damals schon gefallen, aber ich fand es halt damals extrem schwierig, muss ich sagen. Es ist immer noch schwierig. Deshalb spiele ich das, jetzt könnt ihr mich alle auslachen, auf dem Story-Schwierigkeitsgrad, also auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Ich spiele ein Spiel generell immer auf dem leichten Schwierigkeitsgrad, weil für mich nicht ein schwieriges Spiel interessant ist, sondern eher die Story. Die Geschichte ist für mich interessant. Natürlich auch Gameplay. Gar keine Frage, aber wie will ich, dass mir da hier Energie abgezogen wird und dann war tot und dann nochmal und dann schon wieder tot und dann nochmal und wieder tot und boah, nee, da habe ich echt keinen Bock, gerade bei solchen Spielen, bei so Open World Spielen und wo du halt dich, weil das hat ja RPG Elemente auch, Horizon Zero Dawn und ja, deswegen finde ich das total kacke.
Also, was den Schwierigkeitsgrad angeht, das meine ich. Und das schmeckt geil, das Zeug. Ich esse gerade schwarze Mangerie. Mangerie? Crochet. Ich weiß noch nicht, wie die heißen, keine Ahnung. Aber. Boah! Schmeckt das geil. Naja. Wie dem auch sei. Verweisen Sie Boudon ist ein mega geiles Spiel. Mich hat das hier allein schon gepackt, weil. A. Also, wer mich kennt, weiß. Ich mag in Videospielen weibliche Charaktere, wenn man die spielen kann. Wenn man die irgendwie spielen kann, weibliche Charaktere. Apropos, in Red Dead habe ich mir auch einen weiblichen Charakter gemacht. Nur so nebenbei. In GTA Online übrigens auch damals. Dann hast du noch rote Haare. Ich mag rote Haare. Ich stehe auf rote Haare. Ja? Und dann Dinos. Jeder mag Dinos. Jeder Mann mag Dinos irgendwie. Das ist so ein Mann-Ding. Sage ich jetzt mal. So, das sind drei Sachen auf einmal. Das kann nur ein Spiel für mich sein. So, dann Pfeil und Bogen kommt noch hinzu. Ich stehe auf Pfeil und Bogen Spiele. Da mag ich ja auch Red Dead. Oder auch Assassin's Creed 3. Boah, ich hab das gesuchtet. Pfeil und Bogen. Und ja, solche Geschichten halt. Und aufgrund dessen ist das definitiv mein Spiel. So, ich war vorhin beim Discord stehen geblieben. Es wird jetzt gelegentlich, fängt das an, im Discord Gewinnspiele geben. Da werde ich ein paar Keys raushauen. Das heißt, ihr müsst natürlich was dafür tun. Ich werde nicht einfach so, ja, du bist da, hier hast du einen Key. Nee, das läuft natürlich nicht. Das heißt, ihr müsst eine Review schreiben zu eurem Lieblingsspiel. Was heißt Review? Das heißt, ihr schreibt eine Zusammenfassung von eurem Lieblingsspiel in Kurzform. Und wer eben den besten Text verfasst, sage ich mal, oder ja, nicht unbedingt den besten Text, aber was gut erzählt ist, sage ich mal, der wird dann eben gewinnen. Das Beste ist natürlich, ich werd alles in den Lostopf schmeißen und dann, wer gewinnt dann. Ja. Egal. Also ich habe auf jeden Fall Steam Keys, habe ich einen ganzen Arsch voll. Also da habe ich, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung, etliche. Allerdings muss ich sagen, bei Steam ist viel, 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 viel Indie. Ganz viel Indie. Das Einzige, was ich aktuell habe, ich, was mehr oder weniger bekannt ist, habe ich Conan Exiles für die Xbox One aktuell. Und sonst einen Haufen Indie-Kram für die PS4, für die Xbox sowie auch für Steam. Das heißt, ich werde natürlich jetzt versuchen, mit Ubisoft, Sony, Microsoft etc. ein bisschen zu quatschen, dass ich jetzt so für die Feiertage, sprich für Weihnachten, ein bisschen was kriege. Das müssen nicht unbedingt Spiele sein, das können auch irgendwelche Goodies sein, sei es jetzt irgendwelche Tassen oder T-Shirts, hast du nicht gesehen. Ich denke mal, da werde ich ein bisschen was zusammenkriegen. Das heißt, es kann sein, dass ich vielleicht sogar ein T-Shirt von Call of Duty kriege. Oder weiß ich nicht, Handschuhe von Ratchet & Clank oder sowas. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht vorausahnen. Oder ich habe auch damals zum Beispiel gekriegt, jetzt kann ich euch mal zeigen, von Destiny eine Tasse zum Beispiel. Ja, solche Geschichten. Halt Goodies. Das ist Merchandise. Oder auch, ich habe damals auch 4 oder 5 Mauspads gekriegt von SteelSeries. Das sind diese lapprigen Mauspads. Von Call of Duty Black Ops 2. Weiß ich noch.
waren ziemlich, ziemlich geile Mauspads. Das waren so riesen Teile. Das war so ein Mauspad. Ja, so ein langes Ding. Nicht so ein normales Mauspad, so ja, die Größe, ja. Nein, das war gleich so ein Teil, ja. So ein riesiges Ding, ja. Das passt hier kaum auf den Schreibtisch gepasst, so groß war das Ding. Aber mega geil, weil das eben diese Gummiummantelung hatte. Das war halt wirklich so Gummi-Silikon-Gedöns. War aber richtig cool. So, ich muss gerade mal auf die Zeit gucken. Ach du Scheiße, 20 Minuten. Wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil ich ein bisschen mehr rausgeschmiert habe. Ja, ist ja auch. Also egal, erstmal Prost. So. Worauf ich hinaus wollte. Es wird im Discord Gewinnspiele geben. Da wird es einen extra Kanal für geben. Und da müsst ihr dann eben reinposten. Ja? Da wird eben ein Anfangstext stehen, der wird auch angehangen sein, was ihr tun müsst und wie lange das Gewinnspiel geht. Ich werde das immer so, ich sag mal so eine Woche machen und wenn halt nichts passiert, dann werde ich es eben verlängern. Ja? Wenn. Und die Keys, die gehen natürlich dann gleich sofort raus, wenn derjenige gewonnen hat. Aber die Sachen zum Verschicken, die werden erst wahrscheinlich später kommen. Ja, ich weiß noch nicht wann. Das kommt halt darauf an, wann ich die Sachen auch kriege. Ja. Ich warte jetzt nur noch beantworten von. Wen habe ich angeschrieben? Ich habe Sony, Ubisoft, Activision, Bandai Namco. Weil die gehören zwar irgendwo zusammen, sind aber immer noch getrennt. Ja, der andere weiß es nicht. Weil Activision und Bandai Namco haben zwei Presseabteilungen. Das sind zwei verschiedene. Wo ich stehen geblieben? Sony, Ubisoft, Bandai Namco, Activision, Microsoft, Take-Two habe ich auch angeschrieben. Sprich, das ist 2K Games, sowie auch natürlich Rockstar Games, die gehören ja auch dazu. Und alles, was eben 2K ist. Alles, was zu Take-Two gehört. Wen habe ich noch angeschrieben? Was war das noch? Koch Media habe ich noch angeschrieben. Und der letzte war die Landwirtschaftssimulator und keine Ahnung, was die alles noch für Simulatoren machen. Frag mich jetzt aber nicht, wie die heißen. Die tun zwar auch mit bei Koch Media mit rumhantieren, die haben aber auch noch ein eigenes. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen. Jedenfalls. Microsoft ist dabei, wie gesagt, Sony ist dabei. Und halt ein Haufen PC-Geschichten auch, wie gesagt. Ich habe auch die Kollegen von Marschreiter angeschrieben. Das ist die Presseabteilung von. Das ist eine eigene Presseabteilung, die vertreiben mehrere Publisher zusammen. Ja, da ist Bandai Namco mit drin, da ist EA mit drin und. EA ist MSM. Irgendwie habe ich auch noch angeschrieben. Naja, jedenfalls viele, viele Publisher angeschrieben. Und was ich im Endeffekt kriege, weiß ich natürlich nicht. Es wird ein bisschen was bei rumkommen. Nicht jeder Publisher wird mir was natürlich geben. Davon, das weiß ich. Ja. Ob Ubisoft und EA mir was geben, das weiß ich jetzt noch nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Meistens ist es aber so der Fall, dass ich nichts kriege. Wo ich was vielleicht. Höchstwahrscheinlich kriegen werde, wird von Microsoft sein, von Sony sein, sowie auch von Bandai Namco, wobei das ist so eine 50-50 Chance bei Bandai Namco, ob sie überhaupt reagieren. Ja, das ist immer so, Bandai Namco, du schreibst denen so, vielleicht kommt mal irgendwann eine Antwort, so ein halbes Jahr später oder so, man weiß es bei denen nicht. Square Enix habe ich auch noch angeschrieben, by the way. Und bei Square Enix ist es genau dasselbe. Du weißt nicht, ob eine Antwort kommt oder ob überhaupt irgendwas kommt. So, aber jedenfalls, es wird viel zum Verlosen geben. Extra für euch. Beziehungsweise extra für den Discord-Server. Natürlich müsst ihr auch auf den Discord-Server drauf kommen. Sonst gibt es auch nichts zu gewinnen für euch. Natürlich wird es auch hier vielleicht das ein oder andere Gewinnspiel geben. Aber das werde ich dann wahrscheinlich erst nach Weihnachten machen. Nur so nebenbei.
Und der eine oder andere hat sich vielleicht gewundert, warum ich, warum die letzten Videos Kanalbewertungen waren. Ich habe das früher mal gemacht, das weiß ich. Kam halt nicht so gut an, logischerweise. Ja, wer guckt sich so einen Scheiß an? Jetzt mal ganz blöd gesagt. Aber da ich eben gefragt wurde, habe ich so gedacht, so, ach, komm, hä? Machst du nochmal, ist ja nichts dabei. Also für mich zumindest nicht. Weil es ist ja immer noch meine subjektive Meinung und versuche es natürlich auch ein bisschen neutral zu halten, aber es ist halt ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz war das im Endeffekt jetzt mein Monatsrückblick. Ich habe sonst an sich nichts gehabt, großartig. Obwohl, ich habe noch was gehabt. Ich habe den neuen DLC von Spider-Man gespielt. Und ich muss sagen, der heißt Revierkämpfe. Und der ist scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist richtig scheiße. Der letzte, der mit Black Cat, der war geil. Aber jetzt der Revierkämpfe, ich glaube Revierkämpfe hieß er, der ist richtig scheiße. Also die Story so total belanglos irgendwie. Und es geht irgendwie halt nur, also der Name Revierkämpfe, der sagt wirklich schon alles, ja. Du bist wirklich nur unterwegs und nur am Kloppen. Wirklich nur am Rumkloppen. Und nicht groß eine Story, es hat zwar eine Story, aber die ist eher so belanglos. Also der DLC, der ist echt scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der war, nee, der war nicht so toll. Naja, wie dem auch sei, ich war am Discord stehen geblieben. Der Discord kommt hier rüber über den Link, entweder unten in der Videobeschreibung oder ihr geht auf discord.gamerscheck.de. Da kommt ihr auf denselben Link, das ist nur eine Weiterleitung. Und dann kommt ihr auf meinen Discord-Server. Falls ihr da nicht drauf kommen solltet, ja, aus welchen Gründen auch immer, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare und dann gucke ich, dass ich diesen Link dann, wie gesagt, ersetze. Und wenn der dann funktioniert, dann werde ich das dementsprechend auch anpassen mit dem Link von Gamerscheck. Apropos Gamerscheck! Ich bin ja noch gar nicht fertig. Wir haben hier noch so ein paar News. Und ich meine, und die werde ich jetzt natürlich so ein bisschen anschneiden. Und zwar hatten wir auf gamerscheck.de einmal Maxdome, Netflix und die Amazon Prime Video Updates, also sprich die Video-Streaming-Anbieter. Maxdome diesen Monat ganz, ganz schwach. Bei Netflix ist Supernatural wohl rausgeflogen. Allerdings ist das nicht so schlimm, wenn man Amazon Prime hat, weil da ist es nicht hoch drin. Nur mal so am Rande erwähnt. So, dann hatten wir PlayStation, die neuen PlayStation Plus Spiele, Games with Gold, PlayStation Now sowie auch Xbox Game Pass. Das alle findest du natürlich auf gamerscheck.de, wie immer, sowie auch zumindest die letzten Themen jetzt eben, also was PlayStation Xbox angeht, da gibt es immer jeweils ein Video hier auf diesem Kanal. So, und sonst hatten wir auch wieder auf dem Blog die PlayStation Store Weihnachtsangebote Runde 1. Das ist aber schon vorbei. Das gilt nämlich immer nur von Freitag bis Sonntag. Also von also Freitag, Samstag und Sonntag. Montag wieder normale Preis. Das heißt, jetzt am Freitag kommen wieder neue Angebote rein. Das ist immer nur fürs Wochenende. Deshalb heißen die auch Weihnachtswochenendangebote. Was gab's noch? Die Monatsvorschau natürlich, sprich welche Spiele erscheinen, unter anderem Just Cause und keine Ahnung was nicht alles. Und sonst hatten wir zuletzt auch Deutsche Games, eine Top 10 wieder, sowie auch emotionale Momente und noch ein paar andere. Und es wird auch demnächst jetzt neue Top 10 kommen wieder.
Ich muss gerade mal gucken, was kommt. Ich habe ja hier meine Dokumente. Es wird einmal kommen. So. Ach, da kam ja auch noch. Top 10 Made in Germany. Glaube ich, kam auch schon. Ja. Und es wird noch kommen. Blip, blip, blip. Die. Genau, die Top 10 der Spiele 2018. Also unsere besten Spiele 2018. Ja. So. Das war's an sich. Ja. Ich glaube zumindest, dass es das war. Habe ich das? Ich habe das voll vergessen. Ah ne, Deutsche Games. Genau, Deutsche Games. Genau. War das letzte. Meine ich zumindest. Und wie gesagt, es wird diese Most Wanted, was heißt Most Wanted, die besten Spiele 2018. Und es wird auch ein Video, ich weiß nicht, wann wir das bringen. Ich denke mal, das wird Anfang des Jahres kommen. Das wird dann wirklich eine richtige Most Wanted. Das wird dann ein Spiel, die meist erwarteten Spiele 2019. Ja? Und da müssen wir eben gucken, was kommt wirklich 2019 auch raus. Ja? Also ich weiß nicht, ob Crackdown 3 zum Beispiel mit reinnehmen, weil Crackdown 3 ist so ein Spiel, das wurde, jetzt haltet euch fest, 2014 angekündigt auf der E3, 2014. So, und jetzt endlich 2018 kommt's dann. Geil, ne? Ja, weil Crackdown 3 sollte ursprünglich 2016 erscheinen. Dann hieß es Ende 2016, dann hieß es Anfang 2017, dann hieß es Ende 2017 und jetzt hieß es, nein, Quatsch, wo war ich denn jetzt? Erst hieß es Ende 2016, dann Anfang 2017, dann hieß es Ende 2017, dann hieß es, und dann auf einmal war Mitte 2018, das war irgendwie so Juli, August rum, dann hieß es auf einmal Anfang 2019. Tja, ne? Also, ich weiß nicht, ob es nochmal verschoben wird auf Ende 2019. Das Spiel doch irgendwann kommt. Also, ich weiß nicht. Also, Microsoft, jetzt mal ganz ehrlich, ja? Crackdown hin oder her. Aber das ist nur so ein Spiel, du hüpfst da und springst halt durch die Gegend und ballerst alles kaputt, was dir unter die Finger kommt. Also, das Spiel wird kein großer Erfolg sein. Also, glaube ich nicht. Ja, wenn ich mir das so angucke, so, oh, ich weiß nicht, das wirklich exzessiv lange spielen würde, ja. So, dann haben sie angekündigt, dass Multiplayer integriert wird in das Spiel. Und ich denke mir so, hä? Ich dachte, das wäre ein Multiplayer-Spiel. Jetzt mal ohne Scheiß, ich dachte echt, das wäre ein Multiplayer-Spiel. So sah das nämlich aus. Aber, na gut, ich schweife ab. Ich habe schon wieder über 30 Minuten hier auf der Uhr. Und dessen muss ich jetzt auch mal aufhören. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Däumchen nach oben da. Da oben seht ihr es auch nochmal. Oder gerne auch ein Abo. Und die Glocke nicht vergessen. Da oben seht ihr es auch nochmal. Aber da unten müsst ihr abonnieren. Leider ist mein Finger nicht so tief wie das ganze Bild. Sieht es pervers aus. Egal. Jedenfalls, das war's jetzt von diesem Monat Rückblick und ein bisschen auch Vorschau und so weiter. Mal gucken, was die Game Awards so bringen, damit vielleicht auch noch ein Video kommt, ich weiß es noch nicht. Aber das war's jedenfalls von meiner Seite und in diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.